Andere bereiten sich ganz langsam auf den heiligen Abend vor, sie auf die Arbeit. Nadja Naser aus Frankfurt. In aller Frühe macht sie ihren mobilen Salon fertig und der hat alles, was man so braucht. Da muss das Haarspray natürlich rein und ein paar Haarklammern und die Schere, der Kamm und dann kann es losgehen. Nadja Naser hat jahrelang in Salons gearbeitet, dann hat es sie in die weite Welt gezogen, arbeitete als Friseurin lange auf einem Kreuzfahrtschiff. Seitdem findet sie Salons langweilig. Als sie zurückkam nach Frankfurt, hat sie sich selbstständig gemacht. Sie besucht nur noch Kunden. Heute am Feiertag zwei Termine. Feierlich soll's hier werden. Welche Frisur, weiß sie nicht. Ich bin gespannt, ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Und mal gucken, was sie anhat. Und dementsprechend stimmen wir halt die Frisur drauf ab. Um 9 die erste Stammkundin in Frankfurt. Das rote Kleid für heute Abend hat sie schon an. Besonders schick soll es werden. Ihre Familie kommt mit 15 Leuten in Weilburg zusammen. Wir schneiden die Haare auch ein bisschen vorher. Ganz kurz die Spitzen schneiden. Und dann Hochsteckfrisur. Zum ersten Mal hatte Tanja Gärtner die Friseurin am Hochzeitstag gebucht. Damals war die Zeit knapp. Jetzt ruft sie Nadja Naser immer wieder an. Ein Haarschnitt zu Hause entspannt viel mehr, sagt sie. Als ich das erste Mal sowas gebucht habe, war das für mein Standesamt. Und das war sehr praktisch, dass Nadja schon um 7 Uhr bei mir sein konnte. Da machen noch keine Friseure auf. Sie freut sich, dass sie jetzt sogar für heute einen Termin festmachen konnte. Bei den Salons war eh nichts mehr zu machen. Heute ist auch so viel los und ich habe auch mich umgeschaut. Nach einem Termin ist es auch alles voll. Deswegen finde ich das viel angenehmer, wenn niemand nach Hause kommt. Das spart viel Stress. Auch ihrem Mann, der sich derweil noch den restlichen Geschenken widmen muss. Er ist aber entspannter als sonst, obwohl er schon ein wenig verzweifelt am Einpacken. Also ein bisschen knifflig mit solchen unkantigen, naja, ich weiß nicht, es müsste mal in der Schule so einen Unterrichtskurs geben. Wie macht man Geschenkpapier und Falten? 1,5 Stunden später. Heiligabend kann kommen. So, dann einmal drehen. Wow, super schön. Oh, perfekt. So viele Löckchen. Gefällt's dir? Ja, sehr, sehr schön. Ja, gut, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön gemacht. So, jetzt bin ich dran, oder was? Nein, keine Zeit. Sie muss zum nächsten Termin, bevor auch dort der Weihnachtsstress am Nachmittag losgeht. 4 Jahre ist sie schon als mobile Friseurin unterwegs. Die meisten Kunden sind Frauen, zu Männern geht sie selten. Das sei oft schwierig. Ich weiß nicht, wo ich zu den Leuten nach Hause komme, wenn ich die Leute nicht kenne. Die Leute wissen das auch nicht von mir. Und von daher arbeite ich bei einem Herrenhaarschnitt eigentlich lieber auf Empfehlung. Wenn sich das ergibt und der Mann daheim ist oder die Kinder daheim sind, dann macht man das gleich in ganzer Runde. Aber überwiegend sind das Frauen, ja. Iris Hornung gehört auch seit 2 Jahren zu ihrem Kundenstamm. Was machen wir heute? Ich dachte so ein bisschen Spitzen und dass du mir wieder sowas wie eine Frisur auf den Kopf zauberst. Ja. 42 Euro kostet bei ihr ein Haarschnitt für eine Frau. Nicht viel mehr als anderswo. Sie hat ja keine Wasser- und keine Stromkosten. Nur die Anfahrt muss sich finanzieren. Haarschnitt in der Küche, auch die zweite Kundin heute, kam durch Zufall per Internet auf die mobile Friseurin. Sie kann sich einen Besuch im Friseursalon kaum noch vorstellen. Der Vorteil an einem Salon ist vielleicht, dass man schon so ein bisschen das mehr so ein Wellnessgefühl hat. Also weil da ist jemand, der wäscht einem die Haare, der massiert einem den Kopf und auf der anderen Seite ist mir das so aber lieber, weil es einfach viel flexibler ist. Die Frisur passt auch hier. Ambulantes Haareschneiden am heiligen Abend. Für Nadja Naser war es ein kurzer und angenehmer Arbeitstag. Ja, super. Alle glücklich gemacht. Alle schick fürs Fest. Und jetzt habe ich Feierabend und jetzt fängt für mich auch der Heiligabend an. Tschüss.